Im Zuge der zweitägigen Show in Mörbisch trat auch sie auf. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu stehen, war schon immer ihr Traum gewesen. Diesen Traum hat sie sich erfüllt. Mit ihrer warmen, glasklaren Stimme hat Hanna schon viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schönen guten Abend, Mörbisch. Heute einfach ein echtes Tiroler Magen begrüßen. Ich bin die Hanna und es freut mich, dass ich halt mit so vielen Kollegen und Kolleginnen hier auf dieser wunderschönen Seebühne sein darf. Genießt euren Abend, ich werde sicher genießen. Ich bin ein echtes Tiroler Madl. Ich komme aus Mils in Tirol. Das ist die Ortschaft, kennt man mehr, vom Simino Rossi. Der Simino Rossi ist mein Nachbar. Und ich habe eigentlich schon mein Leben lang sehr gerne gesungen und möchte einfach, habe immer schon gern mein Innerstes preisgegeben. Mir geht es immer so beim Singen, kommt immer vor, man steht fast nackt da, weil ich will einfach alles von mir geben. Jedes Gefühl, was in mir drinnen ist, möchte ich gerne ausdrücken. Vor ungefähr einem Jahr, also vor anderthalb Jahren, habe ich ein Demo. Und zwar habe ich das Demo nur auf Klavier, mit Klavier gespielt und mit Mikrofon eingesungen. Einen reinen CD-Mitschnitt gemacht, habe ich an den Produzenten Michael Willmann geschickt, der bekannt ist als Produzent von Marc Kircher und die jungen Zillertaler und auch die Zellbergburm, und habe das hingeschickt. Und habe innerhalb von einer Woche meinen Plattenvertrag bei Koch Universal unterzeichnet. Ausschließlich von mir, und ich kann eigentlich alles verarbeiten, was in meinem Leben so passiert. Ich bin selber Mutter von zwei Kindern, ich habe einen 6-jährigen Sohn und eine 3-jährige Tochter, und der Spagat zwischen Künstler und zwischen Mutter gelingt mir eigentlich sehr, sehr gut, und ich kann eigentlich alle meine Gefühle in mein Leben eigentlich ausdrücken. An die Zuseher von MEMA TV, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.